Was geht ab? Was geht down? Herzlich willkommen, Leute. Neues Eternal Evolution Video und jupp, es geht weiter in der Story Stage. Wir sind bei 53,21. Die 53,20 war sehr knifflig, aber wir haben die auch gemeistert und schauen mal, dass es weitergeht. Es ist hier echt. Es sind einfach die Level des Wals. Nur Wales unterwegs hier in den Stufen. Die hauen auch Damage raus. Vom anderen Stern. Mal gucken, wie lange meine Tanks hier leben können. Schaut zwar nicht gefährlich aus, die ganze Scheiße. Aber sieht auch gut aus, weil wir alles jetzt zusammengezogen haben, muss man sagen. Weg, aber der hat seinen Job gemacht. Deswegen werden wir es auch schaffen. Selber. Top, top, top. /52/22, wieder eine Wahl. Will uns Eternal Evolution irgendwas damit sagen, dass hier in den hohen Stufen im Moment nur Wale sind? Man munkelt. Perfekt, Creed hat das gemacht, was ich wollte. Alles ein bisschen zum Wal geschoben. Wenn Creed mal immer so hören würde, das wäre ja was. Sehr gut, dadurch haben wir das Level auch direkt in der Tasche. Nice. Das Level sieht auch easy aus. Perfekt. Immer. Hier Surietta ist immer ein bisschen eklig. Und der andere hier, der Hypnos, der stunt immer. Richtig eklig. Ja, jetzt hat er ja schon schön Leo gestunt. Leo macht wieder gar nichts. Damage kommt bei rum hier. Schauen, was die Stage hier für uns so hat. Ist aber alles ziemlich gut zusammengefegt. Das ist ein bisschen der Vorteil. Leo, bitte jetzt nicht abnehmen. Ja, okay, tschüss. Ich bin nicht so
so geil. Hätte sehr gerne Leo da noch behalten. Weil jetzt auch Creed nämlich ziemlich Probleme kriegen wird. Mal gucken, dass der Damage reicht hier. Das sieht gut aus. Noch ein bisschen was an Sorietta schrauben und dann geht das. Nice, nice, nice. 53, 24 auch clear. Oh, das sieht eklig aus. Ganz viel Schaden wieder. Und zwei eklige Tanks vorne drin. Mal gucken, dass wir alles wieder ein bisschen zusammenbekommen. Da hilft Ampul jetzt aber auch ein bisschen mit. Das ist gut. Das Problem ist hier diese Laserkugeln, dass die immer hinten reingehen. Das sieht trotzdem gut aus, sie haben alle überlebt in der Backline. Laserkugeln. Die können nämlich ab und zu schon mal echt eklig die Backline einfach zerlegen. Das Gute ist halt, Ampul leecht sich richtig gut. Mal wieder selber hoch. Charakter da am Puh. Sehr gut, sehr gut. Die Stage auch gemeistert. Bei 53, 26 wieder. Wie Flying Boys. Baut hier noch was nach, oder? Ja. Boah, Creed hat's richtig hops genommen. Oh shit. Und mein Leo geht auch, glaube ich, drauf. Ja, du kannst Leo doch machen. Der große Wal ist tot, ist gut. Dann haben wir das safe. Ah, ja, mein Creed hat irgendwie am Anfang übelst den Schaden bekommen. War für einen kurzen Moment scary, aber okay. Mehr nicht. Nice. Ist auch schon mal der Effekt auf jeden Fall raus von Leo, der Immuneffekt. Ziemlich early on, aber das ist manchmal nicht so wild. Weil wir jetzt gucken, dass wir alles zusammenziehen. Das sieht gut aus. Dann einfach maximaler Leech, ne? Schön alles zusammen haben. Das ist mir leider ja da ein bisschen. Alles unlucky gelaufen für Leo, ehrlich gesagt. Der mit seinem Spinner gar keinen rangekommen. Aber es sieht trotzdem gut aus. Overlay ist gestorben. Ist nicht ganz so geil jetzt hier gerade, aber okay. Jetzt haben wir trotzdem, glaube ich, im Sack. Haben wir.
Schön. Komm hier gut durch. 28, 53, 28. Oh, hier kommen richtig viele Laserkugeln angeflogen. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das mein Backline, was die dazu davon hält. Erstmal denken sie sich, ja, mach doch. Jetzt noch mal ein bisschen nochmal hier zusammenfegen. Daniel hat jetzt ein bisschen gar keinen Bock mehr drauf. Durchhalten, Daniel. Oh, Daniel ist weg. Damit bricht auf jeden Fall schon mal großer Teil Damage weg, aber das sieht gut aus. Die sind alle schon ziemlich low, wir haben noch Zeit. Wichtig ist, dass Ampo auf jeden Fall auch durchhält. Ja, aber die Stage sollten wir haben. Ja, die haben wir. Safe. Safe! Sehr gut. Nice. Die 29. Sieht gut aus, da macht Creed einen geilen Jump und dann pullt er wieder alles schön zusammen. Sollte hinhauen die Stage, aber es sind vier Tanks nur noch am Start hier. Aber die stehen alle zusammen, das ist sehr geil. Ist einfach nicht zu viel Move mit Creed. Nicht, dass der noch auf dumme Gedanken kommt. Das sollte reichen, ey. Also wenn jetzt nicht genug Damage da ist, dann haben wir einfach nicht genug Damage im Team, weil das ist perfekt gelaufen eigentlich. Aber das sollte reichen. Bis jetzt hatten wir ja noch nie, wenn irgendwas perfekt gelaufen ist, ein Damage-Problem. Ja, Damage ist krass. Und wir raushauen. Safe. Sehr nice. Schaffen wir 53-30 auch direkt. Sieht gut aus. Die Stage sieht eigentlich ganz gut aus. Die Flattermänner da hinten machen natürlich ein bisschen Stress. Und dass wir die große Flattermaus wegkriegen, weil die immer die kleinen hier beschwört. Aber für die Stage machen wir jetzt keine großen Sorgen. Das haben wir. Sehr, 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 sehr schön. 53-30. Wir sind wieder richtig gut durchgegangen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video hoffe ich, dass wir dann Kapitel 53 fertig kriegen. Zeige ich euch dann auch wieder das Gear. Ich zeige euch immer alle 2-3 Story Progress Series Videos das Gear. Deswegen lasst gerne ein Abo da, damit ihr halt nicht verpasst, wenn ich das Gear wieder zeige. Und haut einen Daumen nach oben raus, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich mal Peace. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Resign 1.